Liebe Freunde, guten Abend. Zu so später Stunde wende ich mich noch an euch, weil Joshua es mir aufgetragen hat, euch diese Botschaft noch heute Abend nach dem Abschreiben mitzuteilen. Es sind klare Worte der Wahrheit, die nicht jedem gefallen werden, was ich absolut nachvollziehen kann, aber ich lasse die Worte für sie sprechen. Joshua bat mich heute Morgen um 7 Uhr, bin ich wach geworden. Da bat Joshua mich wie immer liebevoll, eine Nachricht zu empfangen, wenn ich denn möchte. Ich erklärte mich dazu auch gerne bereit. Und so setzte ich mich hin und ließ Joshua mir erklären, was er denn wollte. Und wie immer hat er gesagt, setze dich hin und fange mit der Bildgestaltung an. Und so habe ich dann, hat er mir ein älteres Bild gezeigt, wo es um die Macht und Kraft der Gedanken geht. Und dann meinte er, es solle dieses Bild etwa so meint er, auf unsere jetzige Zeit betreffend. Und das habe ich dann auch gemacht. Das Resultat werdet ihr dann auf dem Posting oder auf dem in dem PDF sehen können. Und jetzt will ich nicht zu viele Worte machen. Ich habe dann im Laufe des Tages nicht sehr viel Zeit gehabt, alles ins Saubere zu schreiben. Das habe ich dann heute Abend gemacht und will euch jetzt ganz einfach das vorlesen, was Joshua mir da heute Morgen mitgeteilt hat. Ich danke euch jetzt schon im Vorhinein für eure Aufmerksamkeit diesbezüglich. So. Also Joshua sagte, dass dies heute ein ganz besonderer Text des heutigen Tages sei, vom 15. Januar. An sich stellt er seinen Dialog zwar dar zwischen Joshua und mir, heute Morgen, wie gesagt, um 7 Uhr. Sagt Joshua, Resonanzgesetz der göttlichen Liebe. Und dann die Frage dazu, was beherrscht deine Gedanken? Die ersten Worte Joshuas waren: Glaube an die göttliche Liebe, die in dir steckt. Nutze sie jetzt in Taten. Darauf fragte Joshua: Ich danke dir, Joshua, für diese ermunternden Worte. Viele Fragen drängen sich mir die letzten Wochen auf und ich brauche bitte klare, verständliche Antworten, sagte Joshua liebevoll. Frage, mein Freund und Bruder, du hast meine ganze Aufmerksamkeit. Dann fragte Joshua, viele Gefährten fragen mich immer wieder, wie denn diese Taten der Liebe aussehen sollen. Kannst du mir bitte erklären, was im Moment vorgeht im Außen und wohin es hinsteuert? So viele Menschen sterben nach einer sehr kurzen Inkubationszeit einer diagnostizierten Gesundheitsproblems und nur wenige Tage oder einige Tage, Wochen und schon sind sie gestorben. Ich selbst habe jetzt drei Freunde so gehen sehen und in einigen Wochen und ich habe manchmal Erklärungsnot, wenn ich Fragen gestellt bekomme. Joshua sagte daraufhin, mein Bruder, das waren ja jetzt schon mehrere Fragen. Ich werde versuchen, sie dir der Reihe nach zu erklären. Höre bitte gut zu. Denn das von mir Gesagte wird wieder viele in Unruhe
und Ängste stürze, die noch nicht bereit dafür sind. Hab keine Ängste, geliebte Menschenkinder, auch in diesen für manche schweren Zeiten seid ihr von uns begleitet mit aller uns möglichen Unterstützung, soweit ihr dies zulasst. Ihr als Menschenkinder seid jetzt in einer Zeit angekommen, auf die ihr sehr lange gewartet habt. Aber nicht nur ihr, sondern auch wir hier in den Himmeln freuen uns und frohlocken, dass die Wartezeit jetzt für uns alle ein Ende hat. Du, mein Bruder, fragst hier von euren sogenannten Krankheiten, was ja in Wahrheit keine Krankheiten sind, sondern von euch selbst erschaffene Situationen der Resonanz des Universums. All deine Bekannten oder wie du sagtest, Freunde, haben sich selbst in diese Situation gebracht, nicht wir oder sogenannte Krankheiten, die ihr dann als Krebs oder andere Bezeichnungen dafür gibt. Die präsente Energie der Liebe, die euch jetzt hier durch unsere Schwester Gaia und mir zur Verfügung gestellt wurde und wird, diese enorme Liebe des Universums bringt einfach Klärung in euer Sein, weil sie nicht zulässt, dass weiterhin falsches Zeugnis abgelegt wird. Dieser Irrglaube, dass unser aller Vater und Mutter die Menschen bestraft und über sie richtet, ist ja nur ein Teil der Macht, die eure Gesellschaft und Religionen über euch ausgeübt haben bis jetzt. Und dieses falsche Zeugnis ist jetzt vorbei. Die Wahrheit macht frei in allen Dingen, mein Bruder. Sei nicht besorgt. Das genau ist der Wandel, den ihr euch so sehnlichst gewünscht habt. Vielleicht sieht er, also dieser Wandel, für euch aus der Sicht eines ehrten Menschen anders aus, als ihr das vielleicht erwünscht habt. Die Liebesenergie ist eine besondere Kraft, die eure Körper buchstäblich klärt in allen Hinsichten. Diese Liebe klärt sofort alles, was nicht in Resonanz zu dieser Liebe ist. Und die Resonanz ist dann in euren Körpern als Energie tätig und diese die Resonanz ist dann in dem Maß, ich habe mich in der Reihe vertan, sorry, in dem Maß, wie ihr in der Liebe seid. Klarer ausgedrückt, ihr selbst macht eure Körper krank, wenn ihr nicht in der Liebe seid. Alle eure vorherigen Taten werden sich jetzt in euren Körpern manifestieren für diejenigen, die in der Liebe waren und sind, zum Gewinn des Verjüngens und Kraft. Für diejenigen, die nicht in der Liebe waren und sind, zu Krankheit und Vergehen. Mein Bruder, vor einiger Zeit sprach unser Bruder Azrael zu dir ganz klare Worte der Trennung vom fruchtbaren Weizen und der nutzlosen Spreu, die nun in dieser Trennungszeit nicht mal zum Düngen taugt und von Gaia neutralisiert wird. Dies sind alle die Menschenkinder, die keine Liebe in Taten praktizieren. Sie selbst richten
sich und bewerten sich als unnütze Spreu in dieser wertvollen Erntezeit. Wie oft wurdet ihr alle ermahnt, eure Gedanken zu kontrollieren? Wie oft wird euch gesagt, dass ihr, was ihr seht, ernten müsst? Seid euch bewusst, dass derjenige, der tötet, dasselbe als Resonanz erhält. Wann, ihr lieben Menschenkinder, die ihr seid, begreift ihr endlich, dass wir, der Vater und ich, euch alle lieben und nicht wollen, dass auch nur einer verloren geht. Mit Wehmut schauen wir in diese Tage der Erklärung und des Trennungswerkes zu euch hinunter und sehen eure Engstirnigkeit und euren Sittenverfall immer mehr sich vergrößern. So grausam, wie die Menschheit sich heute benimmt, war es zu Zeiten von Sodom und Gomorra. Gottes Liebe ist unerschöpflich seitdem, und unser Vater gibt euch alle Liebe und die Möglichkeit der Resonanz der Liebe. Bringt euch ein in diese Liebe. Sie bringt euch Wahrheit und Fülle, Gesundheit, ewige Jugend und unbeschreibliches Glück in eurer neuen Zuteilung, die ihr ja als goldenes Zeitalter bezeichnet. Ihr selbst seid ihr Erschaffer eures Glücks. Lasst ab von allem Bösen und tötet fortan nicht mehr. Dies sind die Worte der Wahrheit, die Trennung bewirken. Mein Bruder, ich hoffe, diese meine Worte waren klar und deutlich und bewirken, dass viele von dass viele endlich erwachen mögen zum Leben, sagt Joshua hier. Ich danke dir für deine Liebe, deinen Brüdern und Schwestern gegenüber, mit all deiner wertvollen und manchmal unangenehmen Arbeit des Bekanntmachens meiner Wahrheiten. Ich umarme euch in Liebe, Joshua. Ich möchte dazu noch bemerken, in eigener Sache, dass es nicht immer angenehm ist, diese Wahrheiten in dieser Form entgegenzunehmen, wo man selbst ja auch noch nicht in dieser ganz tätkräftigen Liebe zu 100% ist. Alle machen Fehler und es sei euch allen in Liebe gesagt, es geht nicht darum, dass wir keine Fehler mehr machen. Es geht darum, dass wir uns bemühen, diese Gesetze der Liebe, du sollst nicht töten, mit aller Kraft und Macht in dieser besonderen Zeit versuchen einzuhalten. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch noch viel Freude und einen schönen Abend und sage jetzt Dankeschön und auf Wiedersehen.